Hier ist es klar, dass dadurch, dass wir im Grunde noch immer die Folgen der Corona-Krise haben, die ja auch nachhaltig die Wirtschaftsleistung beeinflusst hat, der Klein- und Mittelbetriebe, dass natürlich zu einer Unzeit kommt. Das heißt, das, was wir momentan sehen und was wichtig ist, wie ich denke, zu differenzieren, nämlich die Inflation und die Preissteigerungen, insbesondere bei Energie, die aus unserer Sicht aber jetzt nicht unmittelbar mit der Ukraine-Krise oder mit den Sanktionen zu tun haben, werden natürlich zum massiven Ergebnis. Ergebnisverschlechterungen noch einmal zusätzlich führen. Das, was wir auch sehen, ist, dass natürlich auch infolge der Sanktionen, insbesondere wenn es um Dinge des täglichen Bedarfs geht, also Lebensmittel, Rapsöl und all diese Bereiche, natürlich auch schon hier die Preissteigerungen passieren. Das, was wir in unseren Planungen und Szenarioberechnungen machen, ist, dass wir für Energie das langfristig aufrechterhalten, nämlich eine zumindest 50-prozentige Steigerung des Energiepreises und das wiederum umlegen in den tagtäglichen Berechnungen und Liquiditätsbedarf der Klein- und Mittelbetriebe. Weil das, was man sehen muss, ist, und ich denke, das ist noch nicht zu Gänze durchdacht von vielen Entscheidungsträgern, dass es ganz klar ist, wenn ein Unternehmer in der Vergangenheit pro 1 Million Euro Umsatz im Jahr zwischen 30.000 und 50.000 Euro an Energiekosten hatte, er in der Vergangenheit noch Schulden aufnehmen hat müssen aufgrund Corona und jetzt im Grunde über Nacht nur einmal 25.000 Euro zusätzlich bezahlen muss, dann hört sich das in Bezug auf den Umsatz nicht sonderlich dramatisch an. Allerdings in Bezug auf sein Ergebnis, das in der Vergangenheit, insbesondere was die betroffenen Branchen, und da ist Gastro und Hotellerie leider Gottes sehr weit voran, ja, ein vielleicht ausgeglichenes Ergebnis hatte oder einen Verlust hatte, ja, das natürlich dann jetzt zu einem Faktum führt, das keiner in seiner Planung bis dato berücksichtigt hat. Warum ist das umso mehr, ich bin gleich fertig, warum ist das umso dramatischer? Weil das natürlich irgendwie finanziert werden muss. Ja. Und wir wissen alle, in der Gastro- und Hotellerie ja, ist in den letzten Jahren bereits massiv Schulden aufgebaut worden. Das heißt, die Banken sehen diese Branchen als kritisch. Das kann man leider Gottes nicht schönreden. Trotz alledem wird aber durch die steigenden Energiepreise jetzt hier zusätzlicher Kreditbedarf bei 90% der Unternehmen, so wie wir es ausgewertet haben, notwendig sein. Das ist die eine Kategorie von Unternehmen, nämlich die, die von Corona schon gelitten haben. Und natürlich wird es für die Gesamtwirtschaft in Österreich nicht leichter werden. Das heißt, jene Branchen, die glücklicherweise bis dato durch Corona verschont worden sind, wie der Maschine- und Anlagenbau, wie das gesamte produzierende Gewerbe, wie das Transportwesen, ja, auch hier werden die Preissteigerungen im Energiebereich, aber auch durch die Lieferstopps und das, was dann im tatsächlichen Sanktionsbereich momentan passiert, spürbar sein. Und auch hier wird es einen entsprechenden zusätzlichen Finanzierungsbedarf geben. Und das, denke ich, muss der Politik in Österreich schon bewusst sein, weil das, was wir momentan erleben, ist noch, dass wir Sanktionen verhängen. Ja. Es ist überhaupt noch nicht die Rede davon, welche Sanktionen Russland verhängen wird. Ja. Und wenn da irgendwann einmal Gegensanktionen kommen, wird das für die österreichische Wirtschaft im Erstrundeneffekt und im Zweitrundeneffekt mit Deutschland und unseren anderen wichtigen Handelspartnern eine vorsichtig formuliert große Herausforderung werden, das zu stemmen. Aber bedeutet das, wenn Sie jetzt sagen, diese betroffenen Branchen brauchen noch mehr Förderungen, die schon durch Corona gebeutelt waren in den letzten 2 Jahren, dass die nun endgültig vor dem Ausstehen? Wir sehen ja leider Gottes bereits jetzt, dass die Insolvenzen begonnen haben. Ja, also die Erzählung, dass die Corona-Hilfen die Insolvenzwelle gestoppt haben, die funktioniert nicht. Es ist so, dass sie maximal verschoben wurde und dass alle Auswertungen zeigen, dass es zu massiven Insolvenzen mittlerweile kommt und auch zu einem Anstieg. KSV, Alpenverband, all jene Zahlen geben das leider Gottes her. Ja. Und das, was man sich genau anschauen muss und was man bedenken muss, ist, dass mit 31.03. alle Wirtschaftshilfen auslaufen. Auf Basis von Umsätzen, die insbesondere was die Gastro- und Hotellerie betrifft, eben hier nicht mehr das Vorkrisenniveau haben werden. Ja. Das hat man teilweise berücksichtigt. Ja. Die Ergebnisse sind auch rückläufig. Dann sind die Schulden da. 25.000 Unternehmen haben unverändert 4,8 Milliarden Euro an Überbrückungskrediten, wo keiner weiß, wie die zurückbezahlt werden können, fristgemäß. Und
Jetzt kommt noch dazu ein Anstieg bei den Energiepreisen und auch im Wareneinsatz, ja, in der Gastro und in der Hotellerie, die bis dato keiner in der Rechnung hatte, wo keiner weiß, wie diese Liquiditätslücke, und die wird in den nächsten 3 bis 6 Monaten sichtbar werden, geschlossen werden kann. Ja. Und ja, das wird noch einmal zu einem Brandbeschleuniger führen, ja, und ja, das wird noch einmal auch zu einer Verschlechterung in den Insolvenzstatistiken führen. Worte, die uns in den nächsten Monaten massiv begleiten werden, sind die Worte Teuerung und Inflation. Ja. Wie weit wird es denn dann nach oben gehen? Wir rechnen ein Best-Case-Szenario im Energiepreis, dass wir sagen 50%, ja, und sollten tatsächlich Gegenmaßnahmen kommen, tatsächlich mit einer Verdoppelung vom aktuellen Energiepreis. Das, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass ja bereits in den letzten 2 Jahren die Energiepreise massiv gestiegen sind. Ja. Die haben allerdings, insbesondere in der Gastro- und Hotellerie, war das nicht so spürbar, weil wenn geschlossen ist, brauche ich das glücklicherweise nicht so sehr. Das wird jetzt natürlich auch noch einmal entsprechend hier seine Auswirkungen haben. Ja. Und das, was ich wirklich nur appellieren kann an die Wirtschaftstreibenden selber, viele haben das auch schon gemacht, aber auch an die Politik, es schon sehr genau zu überlegen, ja, ob dieses Preisniveau, das hier offensichtlich langfristig angestrebt wird, ja, oder ja, eingetütet wird, ja, in welchem Ausmaß das zu Insolvenzen und für die Wirtschaftstreibenden tragbar ist. Ja? Weil wir sehen es nicht. Wo wird es der kleine Mann, die kleine Frau jetzt speziell spüren? Also die, die weniger verdienen als Schwerverdiener, die spüren es natürlich massiv. Ist es beim Tanken? Ist es dann trotzdem beim Brot? Wo wird es dann besonders teuer werden? Die Ukraine ist ja die Kornkammer der Welt, wie es so schön heißt. Ja, also was Lebensmittel betrifft, wir sehen, dass hier ein Anstieg sein wird. Ja. Was die Einkommen betrifft, ja, die unteren Einkommen werden natürlich betroffen sein, weitaus mehr. Ja. Es wird aber auch bei den höheren Einkommen dann natürlich auf einem anderen Niveau die Überlegung sein, gehe ich jetzt nur mehr überspitzt formuliert einmal in der Woche gut Mittagessen, ja, oder wie in der Vergangenheit öfters. Und wenn im internationalen Vergleich das Wiener Schnitzel dann auf einmal 35 Euro kostet. So viel hoffentlich nicht dazu. 35, ja. Und der Tafelspitz 40 Euro, ist die Frage, ob wirklich noch so viele Gäste kommen, ja, wie in der Vergangenheit. Das heißt, man muss hier schon sehr genau auch auf die Wettbewerbsfähigkeit achten. Und deswegen sind die Sanktionen und das, was hier momentan passiert, wirklich Gift für die österreichische Wirtschaft und insbesondere für die Klein- und Mittelbetriebe. Blicken wir jetzt noch einmal auf die Energiekostenpreisentwicklung. Hier hat es ja mit Beginn des Kriegs eine enorme Preissteigerung gegeben, speziell an der Zapfsäule hat man das eine Zeit lang gemerkt. Da hat man teilweise über 2 Euro bezahlt. Jetzt haben sich die Preise so bei 1,6, 1,7 eingependelt, teilweise auch noch ein bisschen mehr. Was kommt denn da noch auf uns zu? Ich denke, dass da die absolute Spitze erreicht ist, ja, und dass hier die Konzerne auch entsprechend das wiederum weitergeben werden. Ja. Ich glaube aber auch, dass es ein Fehler ist, sich das nur immer im direkten Verbrauch anzuschauen, weil eines ist ganz klar, insbesondere im Logistik- und im Transportbereich, ja, wenn ich als Lkw-Betreiber nicht mehr in der Lage bin, die Spritpreise an den Kunden weiterzugeben, dann habe ich irgendwann einen Lieferstopp, ja, und dann stehen halt irgendwann einmal die Regale leer. Ja. Das heißt, das ist schon ein gesamtwirtschaftliches Problem, wo viele Leute zu Recht natürlich sie denken, okay, ich habe jetzt nur das Problem unter Anführungszeichen mit der Tanksäule, aber es ist insgesamt für die Wirtschaft, ja, ein Riesenthema, weil die Preissteigerungen einfach zu schnell passieren, ja, im Sinne von, dass ich diese Preissteigerungen nicht weitergeben kann. Ja, und es im Konsum dadurch zu Einbrüchen kommen wird, das ist vollkommen klar. Und eben, wie gesagt, das auch noch einmal hervorzuheben, dass die Unternehmen nicht in der Lage sein werden, ja, diese Energiepreise überhaupt vorzufinanzieren, weil die Banken das nicht vorfinanzieren können, weil eh schon der Schuldenstand größtenteils die Spitze erreicht hat. Ja. Und hinzu kommt ebenfalls, dass natürlich auch der Bankensektor in Österreich, ja, teilweise direkt betroffen ist durch die Russland-Krise und da natürlich auch die Risikofaktoren entsprechend angezogen werden. Ja, und ich
wir kriegen auch schon die Signale, insbesondere eben von jener Bank, die in Russland stark engagiert ist, dass man sich maximal auf das Bestandsgeschäft mit den bestehenden Kunden konzentrieren wird und kein Neugeschäft machen wird, um hier entsprechend vorzusorgen. Blicken wir zum Abschluss des Gesprächs noch auf die Maßnahmen, die die österreichische Bundesregierung gesetzt hat. Ein Maßnahmenpaket wurde am vergangenen Wochenende beschlossen. Unter anderem wird die Pendlerpauschale um 50% erhöht. Ja. Wird das den Österreicherinnen und Österreichern helfen? Ich bitte um Verständnis, dass ich das nicht kommentieren will. Also lassen Sie mich bitte meine Expertise zu Klein- und Mittelbetrieben geben. Es ist mittlerweile, es ist wirklich schwierig genug für uns Experten, hier keine politischen Statements abzugeben, und ich möchte es einfach nicht kommentieren. Ich denke, dass klar herausgekommen ist, wo hier ein Bedarf herrscht, ja, und wenn ich einen Appell machen darf, dann sollte sich die Politik wirklich überlegen, rasch, wie sie für die Klein- und Mittelbetriebe diese Liquiditätslücke schließen kann.